Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal was mit meinen Nägeln. Ich habe nämlich von meiner Schwiegerschwester den speziellen Wunsch bekommen, dass ich doch das, was ich das letzte Mal auf meinen Nägeln hatten, als wir uns gesehen hatten, als Video mache. Und wenn natürlich jemand mich so nett fragt, ob ich dazu ein Video machen kann, wie ich das gemacht habe, dann mache ich das natürlich. Ist doch klar. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Wir brauchen einen Basecoat, einen Topcoat und dann noch drei Farben. Da könnt ihr eigentlich nehmen, was euch gefällt. Ich habe jetzt hier einen in hellblau, einen in so einem Fliederfarben und dann einfach noch einen weißen. Und dann fangen wir einfach erstmal an, mit dem Basecoat die Nägel zu lackieren. So, und während der Basecoat jetzt trocknet, dachte ich mir, ich könnte ein bisschen was darüber erzählen, was bei mir gerade so los ist. Ich bin nämlich gerade auf Wohnungssuche und umziehen ist für mich mit das Schlimmste auf der Welt, was man irgendwie machen kann. Trotzdem habe ich schon sehr oft gemacht. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon 5, 6, 7 Mal umgezogen für Praktika, Ausbildung, Studium, Auslandssemester. Irgendwie ziehe ich ständig irgendwo hin und dabei macht es mir überhaupt keinen Spaß. Eine Wohnung zu finden erstmal ist das Schlimmste. Ich weiß gar nicht, was da so das schlauste Vorgehen ist, um eine Wohnung zu finden. Ich habe aktuell, also erstmal in meinem Freundeskreis quasi gefragt, ob irgendjemand was weiß. Da hat sich leider nichts ergeben. Und dann bin ich auf den ganzen Webseiten unterwegs, die man irgendwie kennt, wo Wohnungsangebote sind. Und ich hätte es nicht gedacht, dass da so viele Betrugswohnungen angeboten werden. Hup. Ich glaube halt auch, das, was ich aktuell suche, ist ja das, was sehr viele haben wollen, irgendwie eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung. Weil wenn ich eine Vier- oder Fünf-Zimmer-Wohnung hätte mit irgendwie 120 Quadratmetern, dann kriegt man die verhältnismäßig günstig, aber ich kann sie mir halt leider nicht leisten, was ein bisschen schade ist. Was super frustrierend ist, wenn man irgendwie eine Wohnung findet, wo man denkt, okay, da passt irgendwie alles, da könnte ich mir vorstellen zu leben und zu wohnen. Man schreibt dann dem Vermieter oder wer auch immer gerade die Anzeige da online gestellt hat und man hört einfach nie wieder was. Und das finde ich total frustrierend. Es ist eigentlich das Gleiche wie mit Bewerbungen schreiben. Man schickt was raus und hört nie wieder was. Es ist total frustrierend. Also die erste Woche, wo ich Wohnungen gesucht habe, habe ich eigentlich nur Antworten von irgendwelchen Betrügern bekommen. Sau nervig. Basecoat ist trocken, das heißt Zeit für die nächste Schicht und dafür machen wir einfach alle Nägel erstmal blau. You make me move, you make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh, baby you're the best I ever had. Die können jetzt erstmal trocknen und ich erzähle weiter. Ich habe mir dann gedacht, nachdem ich da immer nur von irgendwelchen Fakes die Antworten bekommen habe und kaum bis gar nicht, von irgendwelchen echten Wohnungsanzeigen. Vielleicht ist es geschickt, eine Anzeige online zu stellen und gar nicht der zu sein, der quasi sucht, sondern der, der gefunden wird. Klingt ja eigentlich total einfach. Und habe dann auf eBay Kleinanzeigen und bei WG gesucht jeweils ein Wohnungsgesuch reingestellt, habe da so ein paar Infos von mir reingeschrieben und dachte dann, da wird sich vielleicht ja jemand melden. Und es haben sich tatsächlich Leute gemeldet, aber niemand, der mir eine Wohnung anbieten wollte oder konnte. Zum Beispiel habe ich eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die mir geschrieben hat, dass ihr bester Freund meine Wohnungsanzeige gesehen hat und es so sympathisch fand, dass er ja mich kennenlernen möchte. Er ist 31 und Polizist. Ob ich mir das denn vorstellen könnte, ihn kennenzulernen? Und ich denke so, Entschuldigung? Ich bin hier auf der Suche nach einer Wohnung, nicht nach einem Kerl. Ich möchte auch noch anmerken, dass ich kein Bild oder irgendwas von mir da drin hatte, sondern einfach nur mein Name, ich arbeite, ich bin nicht Raucher, ich habe keine Haustiere, ich suche eine Wohnung. Und dann noch Infos, wo und was für eine Wohnung ich suche. Also da war jetzt nicht wirklich was, wo man sagen könnte, wow, die Person klingt super sympathisch, die will ich kennenlernen. Aber trotzdem kam sowas. Ein anderes Angebot, das ich bekommen habe, war von jemandem, der gesagt hat, hier, ich hätte eine Wohnung, die ist aber über deinem Budget, aber wir finden da bestimmt eine andere Lösung, wie wir uns einig werden mit irgendwelchen anderen Gefälligkeiten. Dann auch noch mit diesem ekligen Zwinkersmiley. Was soll denn das? Ist doch irgendwie saukomisch, Wohnungsanzeigen A zur Partnersuche erstmal zu nutzen und dann aber auf der anderen Seite eventuell eine Wohnungsnot auszunutzen, um dann sexuelle Gefälligkeiten daraus zu bekommen. Weil ich glaube nicht, dass der meinte,
andere Gefälligkeiten wie die Kehrwoche. Du gießt die Blumen im Vorgarten. Ich glaube nicht, dass der das von mir wollte. Also kam dann quasi darüber auch nichts Gescheites bei rum. Die blauen Nägel sind getrocknet, das heißt, wir brauchen jetzt den fliederfarbenen Nagellack. Ihr könnt da auch jede beliebige andere Farbe nehmen, aber die brauchen wir jetzt. Mal schütteln einmal kräftig. Und ich zeige euch, was wir jetzt machen. Also, Nagellack. Und wir machen jetzt einfach nur eine geschwungene Linie. Leicht geschwungen, einfach aufsetzen und nach vorne ziehen. Und das war's. So ungefähr in der Mitte vom Nagel aufsetzen und dann einfach so eine geschwungene Linie. Mit meinem Mittelfinger mache ich es jetzt einfach mal in die andere Richtung. So, sehr schön. Das war's jetzt schon mit dem fliederfarbenen Nagellack. Auch der muss jetzt wieder trocknen. Und dann kommen wir gleich zum vorletzten Schritt. Was ich auch ein bisschen kritisch sehe, ist, dass man als jemand, der eine Wohnung mieten möchte, unfassbar nackt machen muss. Und vom Mieter weiß man einfach nur, dass der H. Müller heißt und eine Wohnung hat. Eventuell. Viele Vermieter wollen ja eine Schufa haben, wollen Gehaltsnachweise haben, wollen irgendwie einen Identitätsnachweis haben, also auch eine Kopie vom Ausweis. Und ich finde, es ist sehr kritisch, jemanden all diese Infos zu schicken, von dem ich nur weiß, dass der eventuell eine Wohnung hat und H. Müller heißt. Das Vorgehen verstehe ich halt auch nicht, dass ich mich als Mieter komplett nackt mache und ich nicht mal weiß, wer mein Vermieter ist. Also wer diese andere Person ist, die eine Wohnung anbietet, aber ich soll denen alles mal schicken. Nein, ich schicke dir garantiert keine Ausweiskopie, meine Gehaltsnachweise, meine Schufa-Auskunft, meinen Mieter-Informationsbogen und noch ein 500-Wörter-Essay, warum ich in diese Wohnung ziehen möchte. Wo sind wir denn? Also, Dann gibt es ja auch die Fälle, wo man einen Besichtigungstermin hat in 8 Tagen und man sich denkt, ja okay, ich könnte auch deutlich früher, aber wenn es dir erst in 8 Tagen passt, kein Problem. Dann gucke ich mir diese Wohnung in 8 Tagen an. Und dann 3 Tage vor dem Termin kommt die Info, ja, wir haben schon einen Nachmieter gefunden, ich sag jetzt den Termin ab, dir viel Glück, ciao. Okay, cool. Vermieter sind da einfach in so einer Machtposition, ne? Die können ja alles verlangen. Und die können auch den Preis bestimmen. Und wenn die sagen, du, jedes Jahr steigern wir den Preis, weil hier Staffelmietpreis. Als Mieter kannst du auch nur sagen, okay, ich brauche was zum Wohnen. Dann machen wir das wohl so. Ist doch scheiße. Es geht weiter mit dem weißen Nagellack. Wer geschickter ist als ich, kann das vielleicht direkt mit dem Pinselchen machen, das eben hier im Nagellack dabei ist. Ansonsten empfehle ich einfach, so eine Haarnadel zu benutzen und damit die Punkte zu machen. So, ich mache jetzt einfach ein bisschen Nagellack hier auf das Papier. Dann mit den Haarnadel in die Farbe und dann auf meinen Nagel. Jetzt mache ich da einfach so an verschiedenen Stellen verschieden große Punkte. Mache die so ja, auf den fliederfarbenen Bereich drauf. Sind drauf. Jetzt muss es noch trocknen, dann kommt zum Schluss noch ein Topcoat drauf, einfach damit es länger hält, hoffentlich. Also Wohnungssuche ist für mich wirklich kein Spaß, aber ich bin zuversichtlich, dass ich noch was finde. Ich habe noch, glaube ich, 4 Wochen oder so Zeit, dann muss ich hier ausziehen. Also es wird schon ein bisschen sportlich jetzt mit der Zeit, muss ich sagen, aber ich bin zuversichtlich, da kommt noch die richtige Wohnung und der richtige Vermieter, der nicht irgendwelche dubiosen Angebote macht. Und nicht alle Vermögenswerte von mir haben möchte, damit ich eine Wohnung bei ihm mieten kann. Aber es nervt mich so ein bisschen, dass es so anstrengend und zeitintensiv ist, weil eigentlich wäre es ja total cool, sich eine neue Wohnung auszusuchen und dort zu leben. Ich meine, ich weiß, ich bin kein Einzelfall mit einer Wohnung, mit der Wohnungssuche, dass es da komische Angebote gibt, dass man hunderte Bewerbungen vielleicht schreibt oder Anfragen verschickt und keine Antwort bekommt. Von daher ist es wahrscheinlich auch einfach ganz normal. Wird schon werden, wir bleiben positiv. Ich mache einfach positive Affirmationen, Kraft der Gedanken und dann kommt die Wohnung schon zu mir. Muss das manifestieren und dann klappt das. Zeit für den letzten Schritt, den Topcoat auftragen und dann sind wir fertig.
Damit sind wir fertig mit dem Nageldesign. Ist eigentlich super simpel und ich glaube, das kriegt jeder hin. Ich bin auch fertig, mich darüber auszukotzen, warum ich Umziehen so furchtbar finde. Ich werde mich jetzt wieder dran machen, zu gucken, ob irgendwelche neuen Wohnungen online sind oder ob mir vielleicht doch irgendjemand geschrieben hat, dass ich zu einem Besichtigungstermin kommen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr sehen wollt, wie ich vielleicht schon bald in eine neue Wohnung umziehe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Wie präsentiert man jetzt, was man gemacht hat? Handmodel, genau mein Ding. Tada! Guck dir meinen Nagellack an. Und diesen magischen Trick, den ich kann. Oh! So schlecht vor allem. Meine Nägel, die habe ich selbst gemacht. Haha.